Hallo meine Lieben, willkommen wieder auf meinem Video, auf meinem Kanal. Ja, ich habe jetzt das kleine Journal fertig. Es ist wirklich klein. Wir messen mal. Es sind 8,5 mal 12,5. Genau. Ich habe das kleine Journal mit der offenen Bindung in meinen Augen fertig. Jetzt haben wir, einen Moment, so, fertig, genau. Und das, ja, da wollte ich euch fragen, ob ihr Lust habt auf eine Verlosung für das hier. Und ja, dann sage ich euch in diesem Video auch, wie es momentan so der Stand bei mir ist. Und ich wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe jetzt das Journal von Bollenhut Art Folien 3 fertig, für meinen Sinne fertig. Ich habe da noch vom Papier und Feder noch ein Set mit reingenommen. Also es sind zwei Papiersets hier in den kleinen Journal drinnen mit der offenen Bindung. Dazu habe ich euch ja mitgenommen und da wollte ich euch jetzt fragen, indem ich nämlich das, da war es wieder, nebenbei das jetzt hier durchblättere, damit ihr seht, wie es aussieht jetzt. Ich habe das in ein bisschen wenig dekoriert für euch mit einem Bellyband und darunter habe ich noch was drunter geschoben und ein wenig Spitze dran gemacht, genau. Wie sieht es momentan bei mir aus? Ach so, erst noch dazu, das Journal liegt ganz flach auf. Ja, ihr könnt richtig gut damit auch arbeiten. Ich habe hier nur ein bisschen was gemacht, so dass ihr denn eventuell, wenn ihr es haben möchtet, auch noch was machen könnt. Denn das Journal soll verlost werden. Genau. Wenn auch du Lust hast auf das Journal, oder wenn ihr Lust habt auf das Journal, schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob ihr es haben möchtet. Genau, dann mache ich nämlich eine Verlosung daraus. Ihr seht, ich habe es neutral gehalten. Und was heißt neutral? Also leicht gehalten, so dass ihr noch sehr viel drin arbeiten könnt, schreiben könnt. Das ist ein reines Schreib-Journal, also oder Notiz-Journal, weil es ja klein ist, wo ihr was abheften könnt, wo ihr noch was drin reinschreiben könnt, ja, so halt, ne? Hier habe ich auch wieder ein Bellyband gemacht. Ja, was wollte ich sagen? Achso, wie sieht es momentan aus bei mir? Ja, ich habe für mich schon wieder ein neues Set gefunden. Aber ein digitales Set, was ich mir erst noch ausdrucken muss, das kommt von einer von amerikanischen Seite. Das Set habe ich mir bei Etsy gekauft. Beziehungsweise ist ein digitales Papier, was ich mir immer und immer wieder ausdrucken kann. Und ja, da bin ich jetzt daran, das Journal zu machen, aber das Journal mache ich für mich alleine, sprich ohne euch, denn ich brauche jetzt momentan bei den warmen Wetter auch die Auszeit. Ich muss meine Gedanken neu sortieren. Bei mir ist nämlich momentan Chaos pur im Kopf. Ich habe so viele Projekte, die ich hier liegen habe, werde ich euch auch gleich noch zeigen. Ja, wo ich die Projekte angefangen habe und ich möchte die Projekte auch langsam noch fertig bekommen. Ja, deswegen möchte ich jetzt auch erstmal für mich alleine basteln, ohne euch und werde hier erstmal, ich denke mal, nicht lange, aber kurz, ja, mir eine Auszeit
gönnen bei YouTube. Ich werde wiederkommen, auf jeden Fall. Vielleicht werde ich auch für mich noch mitfilmen, aber ohne dass ich was sage. Sprich, ich werde was vorproduzieren und drüber sprechen. Aber ich merke es, ich brauche die Zeit mal für mich selber zum Basteln, ohne dass ich die Kamera dabei laufen lasse. Genau. Also, ihr braucht keine Angst haben, dass ich nicht wiederkomme. Ich komme wieder. Ich bin immer noch dabei beim Basteln im Hintergrund ohne euch. Ich denke mal, da mache ich mir weniger Druck jetzt und die Zeit brauche ich auch erstmal. Und genau. Ich zeige euch mal, wie es bei mir nämlich im Hintergrund aussieht, warum ich momentan ein bisschen Chaos im Kopf habe. Ja, ich zeige es euch einfach. Ich nehme jetzt mal die Kamera raus und nehme euch mal per Hand mit. Also nicht, dass euch jetzt schlecht wird. Kleinen Moment. So, das Problem liegt nämlich hier bei mir auf dem Fußboden. Ich habe nämlich mal mein Regal durchgeguckt. Mein Papierregal, ja. Ich habe da so viel Papier drin. Ja, und ich habe schon wieder Halloween-Papier bestellt. Das kommt auch noch im Oktober irgendwann. Ja. Und dann habe ich mein ganzes Bastelregal mal durchgeguckt. Und ich fächere das hier bloß mal auf, ja. Das sollen alles ein Journal werden. Und dann habe ich hier noch eins, wo Journal Cover draus gemacht werden sollen. Ja, jetzt seht ihr es so, ne? Und wie gesagt, das Regal, Papierregal habe ich noch. Und jetzt momentan habe ich digitales Papier noch, was mich sehr anfixt, was auch ein Journal werden soll. Leute, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber das hier wollte ich noch alles fertig machen. Es liegt schon über ein halbes Jahr hier. Ja, und es liegt immer noch hier und wartet einfach bloß noch auf seinen Einsatz, bis ich bereit dafür bin. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ja, ich lasse die Kamera zwar mitlaufen, werde es aber später zusammenschneiden, dann, wenn ich Lust und Zeit und Bock habe. Mein Kopf, der braucht auch erstmal kurze Zeit Pause vom Video machen. Aber ihr braucht echt keine Gedanken haben. Ich werde es im Hintergrund laufen lassen. Und ihr werdet es einfach dann später sehen. Genau. Ich denke mal, ich werde die Journals für mich fertig machen und ich werde euch das Endprodukt dann zeigen. Mensch, war das jetzt schwer, euch zu sagen. Ich kann euch das Chaos hier auch nochmal detailliert zeigen. Hier habe ich nämlich noch zwei Kisten, wo noch aber was anderes drin ist. Kein Papier, mal kein Papier. Dann habe ich hier noch kleine Kisten, wo jeweils was drin ist. Ich weiß mittlerweile schon fast ja auch nicht mehr, was da überhaupt alles drin ist. Hier habe ich meine Schnipsel drin, die übergeblieben sind, die ich noch verbasteln möchte in Cluster, also aufeinandergelegte Teile. Das werde ich im Hintergrund machen. Wie gesagt, hier habe ich Haufen Papier drin. Ich habe davon auch schon fast gar keinen Überblick mehr, was ich da an Papier drin habe. Da liegt auch digitales Papier noch mit drin. Wie ihr oben hier seht, digitales Papier. Ja, schneidet Dinger, aber hier habe ich dann auch noch, das sind meine Karten, die ich gemacht habe. Karten habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, die würde ich gerne mal wieder machen wollen.
Ja, damit ich meine Schwiegermami schreiben kann, ne, liebe Schwiegermami? Du guckst ja jetzt fleißig zu, das weiß ich. Genau, dann habe ich hier oben meine Sprays stehen, was ihr hier alles so seht, Farbe etc. Ne? Und hier oben habe ich meine zwei Journal stehen. Das ist mein allererstes Journal. Da habe ich meine ganzen Karten drin, die ich von euch kriege oder von meiner Schwiegermami kriege. Genau. Das ist mein zweites Journal, mein Katzenjournal. Ich liebe es bombastisch. Das wird alles noch im Wohnzimmer einen Platz finden, das weiß ich. Da muss ich bloß meinen Mann fragen, ob der mir mal Regal dran baut. Denn die zwei Journals, ich mag sie einfach und ich liebe sie und deswegen bleiben sie auch bei mir. Ganz einfach. Ja. Und dann habe ich hier noch, wie ihr seht, noch etliches. Also, ja. Es ist nicht so, dass ich hier nichts habe. Ich muss einfach meinen Kopf frei bekommen. Genau. So sieht es jetzt bei mir aus. Jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich im Hintergrund noch ein anderes Projekt laufen habe und ich einfach mal abschalten will. Und ja. So sieht's aus. Ich wollte es euch jetzt nicht vorenthalten. Ich wollte jetzt auch nicht einfach kein Video machen. Ich wollte euch wenigstens vorinformieren. Deswegen, ich hoffe, ihr lauft mir jetzt nicht alle weg. Bleibt dran. Ja, wie gesagt, eine kleine Pause brauche ich. Wie groß die Pause jetzt wird, ich denke mal nicht groß, weil ohne euch kann ich auch nicht, das weiß ich. Aber ich brauche zumindest eine kleine Verschnaufpause. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wie auch immer, wann auch immer ihr das Video seht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Genau. In aller Frische, mit viel Elan. Und ja, bis dahin. Tschüss.